Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 2 mit Leon. Ja, wir sind im letzten Part geflohen vor dem Riesenvieh, diesem speziellen Teil, was Tyrant heißt, wenn ich mich nicht. Oh, da kommt es. Uhuhu. Ich höre ihn schon. So, mein Plan war, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Dass wir, also womit wir in den Westbereich kommen, dass wir aber erst hier hinten in den Schlafraum gehen und dort das Ganze öffnen, was wir da öffnen müssen. Und deswegen rennen wir da jetzt einmal hin. Und zwar ist es nämlich, haben wir jetzt hier dieses Armband bekommen, quasi das Verführungspersonal, und das brauchten wir ja, um da hinten reinzukommen. Deswegen rennen wir da jetzt mal ganz schnell hin, in der Hoffnung, dass dieses Vieh uns nicht kriegt. Und dann können wir nämlich damit in den Westbereich da hinten, weil das nämlich Stufe 3 ist, die wir jetzt dann endlich haben. Und ja, war ganz cool im letzten Part. Also da mussten wir ein bisschen Gärtner spielen mit dem Unkrautvernichter. Und dann ist halt der Tyrant aufgetaucht. Nicht so cool. Definitiv nicht so cool. Und jemand hat mir gesagt, ich solle mit meinem Flammenwerfer sparen, den bräuchte ich später noch, was mir persönlich kein gutes Gefühl gibt, sondern gefühlt eher Angst macht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das so gut finde, dass ich den vielleicht noch brauchen sollte. So, geradeaus weiter. Naproom, genau. Ach nee, gar nicht, da braucht mir dieses Teil. Gar nicht das Armband, sondern dieses Teil, um Muff einzustellen. Moment. Aber ich kann doch Muff machen. Ach, ich muss das vorher aus. Ja, okay, ich vergaß. So. Okay, check. So, und jetzt können wir das nämlich benutzen. Ich habe immer vergessen, dass man das vorher einstellen muss, aber ich kann mich jetzt hoffentlich wieder dran erinnern. Jetzt geht zumindest hier wieder. Oh, ja. Nein, nee. Ah, Scheiße! Ja, sehr nice. Das war super. So, was haben wir hier? Noch eine Tasche. Perfekt. Und das Vieh, kann ich das eigentlich messern? Habe ich eigentlich was auf. Ne, wartet mal. Da doch, das Messer habe ich ausgerüstet. Wieso? Hä? Bin ich jetzt blöd? Doch da, aber ich komme da nicht ran, glaube ich, ne? Nee, komme ich nicht, okay. Aber ich wollte eh mal gucken, was wir da. Okay, Messer und noch eine Blendgranate. Dann werden wir dieses kleine Wackelraccoon-Vieh so abschießen. Und hier haben wir Wayne's Notiz. Mein Blut, mein Gott, Blut, überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot. Alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz. USS, die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde das da, dem ich dann die Hirnmasse rauspusten darf. Wir hatten doch gerade noch irgendwas an Inventar eingesammelt. Da war doch noch irgendwas. War das die Granate? Ich kriege nicht mal mit, was ich einsammle, weil ich so verwirrt bin gerade. Okay, gut. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt können wir in den Westbereich. Oh Gott, ich will nicht wieder zurück. Hallo, lieber Tyrant. Falls du hier sein solltest, ignoriere mich einfach.
Ich möchte mit dir eigentlich, ich möchte mich gar nicht mit dir anlegen. Nein, nein. Bleib, wo du bist und komm nicht näher. Ich hoffe, er bleibt da hinten im Ostbereich. Ich möchte nicht, dass er hierher kommt. Ah, nee. Das ist auch schon wieder so unklug. So, überhaupt so doof. So, aber nützt ja nichts. Wir schalten frei. Ach ja, schön. Ich bin gespannt, was Die hier. Probe hier. Ja, die Probe hier. Hoffentlich, wollte ich zu sagen. Hoffentlich ist sie hier, Leon. Das hoffe ich allerdings auch. Und nicht so viele böse Monster. Was haben wir hier? Einen toten Typen mal wieder. Und eine digitale Labor-Videokassette. Operation Nest Wrecker. Okay, eins. Ja. Und noch eine Handgranate. Auch nice. Er hat seine Taschenlampe verloren. Und hier ist wohl was Größeres aber es ist ein Safe Room. Nice. Hier ist eine Kiste. Perfekt. So, was haben wir denn hier? OSS. Dann machen wir doch hier direkt mal Strom an, würde ich sagen. Ups, falsche Taste. So, untersuchen. Und zwar hätte ich gerne OSS. So, perfekt. Dann haben wir das. Dann können wir das hier kombinieren und dann haben wir hoffentlich gleich Strom. Perfekt. Das ist doch super. Das gefällt mir. Strom haben ist gut. Strom haben ist super toll. Aber hier ist nur eine Kiste, ne? Hier ist gar keine Schreibmaschine, oder? Da ist auf jeden Fall ein Videorekorder. Gucken wir uns auch mal die Videokassette an. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Also waren das G-Proben. Oh, und ich würde sagen, verrückter Wissenschaftler trifft es ziemlich genau. Warum sind die immer alle so durchgedreht, durchgeknallt? Keine Ahnung, ey. William Birkins Posteingang. Absender Jane Doyle. Betreff Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird sein oh Gott, seines Postens enthoben. Ah, okay, da war Laborleiter. Absender BE, betrefft keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diesen sich entwickelnden Biowaffen. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierteste des Landes. Absender Richard Kessler, Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir.
Jane Doyle, Abmahnungsbescheid. Sie werden in Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass sie die Eigentümerschaft des G-Projekts beanspruchen und unautorisierte Kontakte mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Oha! Also Umbrella wollte nicht weiter am G forschen und er hat es aber trotzdem getan und somit hat er es versucht zu verkaufen. So, ich guck mal kurz in meine Kiste. Da ist nur blaues Kraut drin. Na gut, okay. Mich wundert das nämlich, dass hier keine Schreibmaschine ist zum Speichern, wenn hier eine Kiste steht. Aber anscheinend ist es halt einfach so. Hey. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nein, da ist auf jeden Fall nochmal blaues Kraut. Nice. Komm, nimm's mit. Packen wir gleich ein, bringen wir gleich weg in die Kiste. Obwohl, ich habe ja ein bisschen größeres Inventar. Vielleicht lasse ich einmal blaues Kraut nämlich mit, weil das kann ich wegwerfen. Und das kann ich nämlich auch wegwerfen. Achso, nee, nicht kombinieren, wegwerfen. Ich denke gerade, hä, wieso, was soll ich, wieso wirft ihr das nicht weg? Okay, gut, gehen wir weiter. Bioreactor Room. Na, herzlichen Glühstrumpf. Ah, es sieht so widerlich hier aus. Es gefällt mir hier nicht. Ich bin nicht gerne hier. Ich möchte den Erste-Hilfe-Kasten haben. Entschuldigung. Oh, Schießpulver. Nice. Habt ihr hier noch irgendwas in neuen Anzügen für mich? Wahrscheinlich nicht. Na, toll. Nee. Okay. Ah, Dekontamination. Ich verstehe. Mhm. Bin ich denn jetzt gelandet? Ach du heilige Axt. Ist hier eine Leiter? Nee, oder? Hier runter springen wir auch ein bisschen dumm. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Es sieht so krass aus hier, ne? Das Nest ist irgendwie... Es ist halt einfach... Krass. Einfach krass. So, ich denke, dadurch, dass mir gesagt wurde, dass ich den Da gucken mich Augen an. Den Flammenwerfer noch brauche, gehe ich mal davon aus, dass wir noch mehr mit diesen komischen Krautviechern zu tun haben werden. So, was haben wir hier? Forschungstagebuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt an der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtung. Abdomen ist Bauch, für die, die es nicht wissen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der Glasgow-Coma-Scale zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechtert sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtung zur Fortpflanzungsrate, Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zu G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Na nett. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Oh mein Gott. Probanden 628, 639. Wir verabreichen das G-Virus. Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. War T-Virus jetzt das, was wir... in Resident Evil 1 und 0 hatten? Ja, ne, das war doch T-Virus. Das heißt, sie haben jetzt quasi eine Weiterentwicklung gemacht. Okay, bei diesen ganzen Namen komme ich auch echt durcheinander mittlerweile. Und dabei sind es auch nicht mehr so viele. Was ist das? Ja, das war einfach. Und was ist es jetzt? Das, jetzt zurück zu Ada. Ich glaube, das war nicht so einfach. Na toll. Zerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung.
Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Na, das haben wir ja gut hingekriegt, Leon. Das haben wir ja richtig gut hingekriegt. Das haben wir ja richtig gut geschafft. Okay, was können wir denn jetzt hier? Moment, ich muss mal ganz gucken. Ich habe mir das echt nicht gemerkt, ne? Mit dem Schießpulver. Flintenmunition ist Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Und zweimal hochwertiges Schießpulver ist Magnum-Munition. Jetzt die Frage. Was stellen wir her? Ich würde ja fast sagen, wir kombinieren das miteinander. Nein! Ach shit, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte bei eigentlich... Eigentlich wollte ich Magnum-Munition herstellen. Ich habe es verkackt. Nein, das wollte ich nicht. Fuck, das war jetzt natürlich dumm. Egal. Ja. Dummheit bestraft das Leben. Habe ich jetzt Flintmunition hergestellt, anstatt Magnum-Munition, was ich eigentlich tun wollte. Habe ich alles? Ja, okay. Dann laufen wir mal. So, also Ada müsste dann jetzt ja am Eingang sein. An der Bahn. Mal gucken, ob wir da überhaupt heile ankommen. Natürlich nicht. Du wieder. Weg! Er gehört mir! Das muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? William, du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. William, was hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld. Ja, nee, ist klar. Ah, Sackgasse. Was passiert hier? Ah, lauf, Mensch! Ich will hier raus. Lauf, Leon, lauf. Oh Gott. Was kann ich denn damit tun? Ja, die nehmen wir mit. Ja, kann ich hier irgendwas... Ah, nee, 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 tut mir nicht weh. Sammel erstmal alles ein, was ich finden kann. Und dann, was kann ich denn hiermit machen? Ach nee, das ist auf der anderen Seite. Au, 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 au. Oh, hier brennt's. Das ist natürlich kacke jetzt. Oh, es hat aufgehört zu brennen. Da, was ist das? Ach so, ist einfach nur eine Handgranate. Ach so, okay, eine andere Handgranate. Ich sammle hier erstmal alles ein.
Aua, okay, vielleicht auch nicht. Lass mich, William, lass mich. Okay, ich, fress mal kurz das... Ach nee, das geht ja alleine nicht. Ah, das ist jetzt ja kacki. Kombinieren. Ich muss hier irgendwie mal nachladen. So. Ich versuche gerade erstmal nur einfach irgendwie alles einzusammeln, was ich kriegen kann. Was mir hoffentlich das Leben leichter macht. Was aber gerade auch einfach nicht so aussieht, als würde ich das Ganze hier überhaupt überleben. Hehe. Ach Gott. Das ist gut. Erste-Hilfe-Spray. Das kann ich gebrauchen. Das werfen wir mal weg. Ja, ich habe genug blaues Kraut. Das nehmen wir und benutzen wir gleich. Und das kombinieren wir. Nimm's mit. Okay, so, und jetzt müssen wir uns mal einen Plan für ihn hier machen. Aua, das war nicht der Plan. Lass mich hier durch. Lass mich hier einfach durch. Ja, das tut dir weh, ne? Das tut dir weh. Lauf, Leon! Autsch, nein! Ah, fucky. Fucky! Ich weiß nicht, was tut er da? Warum tut er das? Achso, er bringt das dann hier zum Brennen. Ah, ich sollte aufpassen. La, la. Er hat hinten noch so einen hässlichen Scheiß da. Da ist noch so ein fucking Auge drauf. Nein! Aua, tu mir nicht weh. Ja, das war mein Ende. Das war mein Ende. Okay, ja, ich bin tot. Das habe ich mitgeschnitten, dass ich tot bin, liebes Spiel. Ist aber nicht so schlimm, ihr Lieben. Wir werden im nächsten Part weitermachen und unser Bestes tun. Ich beende den Part an dieser Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Part zu dem Kampf.